17 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. Kurt Waldheim will im Falle seiner Wahl zum Bundespräsidenten die im Wahlkampf aufgerissenen Gräben wieder schließen. Bombenanschlag auf Westberliner Diskothek. 2 Tote und 120 Verletzte. Wahrscheinlich politische Hintergründe. Noch keine Einigung bei den Verhandlungen der EG-Finanzminister über neue Wechselkurse im Währungssystem. Bereits 19 Tote im italienischen Weinskandal. Das Wetter morgen, abklingender Störungseinfluss, mild. Lafitte? Ja, Herr Janik. Ja, aber bitte, da brauchst du nicht erschrecken, wenn ich Sie anrufe. Ist ja nichts passiert. Ja, das sind Sie ein Hasenfuß. Sie sind so aufgeregt. Warum? Na, ist doch gut, wenn viele Leute im Geschäft sind. Ah, kaufen alle schon Eis. Sehen Sie, wird sich die Eismaschine ja sehr rentieren. Na, warten Sie nur erst, bis warm wird. Ja, aber das ist natürlich nicht der Zweck meines Anrufes. Die Sokol hat mir gesagt, Sie wollen sich anschaffen an ein Radio oder einen Kassettenrekorder oder sowas. Also wissen Sie, das kommt für die Konditorei überhaupt nicht in Frage. Nein, bitte lassen Sie mich ausreden. Schauen Sie, wir haben ein Publikum, auch die jungen Leute wollen dort in Ruhe miteinander ein bisschen flirten können und so weiter. Die wollen sich nicht gegenseitig anbrüllen wie in einer Diskothek. Das hat überhaupt kein... Was sagen Sie? Ich lasse Sie nicht zu Wort kommen? Das erste Mal, dass ich sowas höre. Na ja, bitte, dann reden Sie. Ach so. Und Sie einen Kassettenrekorder kaufen für die Backstube, weil Sie so gern alte Schlager hören, ja. Ja, Sie wollen das Fräulein Helene baden sehen. Ja, wir gar nichts dagegen, nicht wahr? Von mir aus kannst du auch mitsingen in der Backstube. Ja. Wie, Sie wollen ja, Janik. Ja, gern singen Sie mit. Ich hab das Fräulein Helene baden sehen, das war schön. Ja, ja, gefällt mir sehr gut. Ja, da komme ich gelegentlich auch ein bisschen was mit anhören. Ja, Sie werden noch ein paar andere Schlager auch haben. Hm? Ja, was wollen Sie denn alles noch für Schlager? Ja, bitte sehr, bitte sehr. Immer glaubt man, man hat es und dann ist es doch der falsche Stein. Nein, zu diesem Spiel braucht man aber wirklich eine Geduld und das muss ich erst lernen. Naja, aber was tue ich mir auch sowas an? Ich bin ja selber schuld. Aha, es läutet. Naja, kann ich eh unterbrechen, muss mich ein bisschen erholen. Ach, aber ich möchte zu gern wissen, wo dieser blaue Stein hingehört. Es geht vor Sokol. Tag, lieber Storch. Jetzt darf man ja wieder so zu Ihnen sagen. Hören Sie, Sie sind ja direkt dünn, wenn Sie nicht gerade schwanger sind. Na, sind so gut. Vorläufig habe ich nicht die Absicht. Wie geht's denn dem kleinen Menschen? Ist satt und zufrieden und schläft tief und fest. Brav, das hat's von Ihnen. Auf einer halben Stunde hat's aber noch fürchterlich gebrüllt. Das hat's wieder vom Papa. Der ist ja auch ziemlich groß. Ich meine, der ist recht laut und recht redselig. Wirklich, nicht? Besonders wenn er Vorträge über Kindererziehung hält. Wenn man ihn so reden hört, könnte man meinen, vor ihm hat noch nie ein Mensch ein Kind halbwegs erzogen. Sein stolzer Vater ist er. Als hätte nie vor ihm ein Mann ein Kind zusammengebracht. Also, was wollen Sie denn, Storch? Haferflocken, Milch, Eier, Butter? Nein, nein, danke. So gut mit Lebensmitteln war man noch nie versorgt. Das ganze Haus hat ja gespendet. Ich weiß eh nicht, wie ich mich bei allen revanchieren soll. Aber ich bitte, das verlangt doch niemand. Na, es sind schon ganz recht nette Leute hier im Haus. Manchmal könnte man es allerdings erwürgen. Aber bitte, das soll ja in den besten Kreisen auch vorkommen. Ich wollte gern ein paar Worte mit der Frau oder dem Herrn Sektionschef sprechen. Das heißt, wenn Sie da sind und wenn ich nicht störe. Beide sind da und am Samstagnachmittag stört niemand bei uns. Darf Gehen Sie ruhig hinein. Danke. Ja, herein. Grüß Gott. Ja, so was, die junge Mutter. Das ist aber nett, dass Sie uns einmal besuchen. Aber ich glaube, ich störe Sie da gerade bei einer wichtigen Sache. Ja, irrsinnig wichtig. Das ist ein Puzzle. Na, fangen Sie sich nie dieses Spiel an, sag ich Ihnen.
Ach Gott, bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Mein Gott, vor lauter Blau sehe ich schon. Ich kann nicht sagen, ich sehe rot, ich sehe blau. Das ist ein blauer ja. Himmel, ne? Ja, das ist ein Himmel. Mein Gott, es gibt natürlich hübschere Spiele. Wissen Sie, hier ist ein bisschen wenig los. Es ist eigentlich fad. Das hat mir jemand geschenkt vor 14 Tagen. Jetzt bin ich natürlich, hat es mich furchtbar erwischt damit. Aber ich habe lieber Häuser und Bäume und Blumen und sowas. Wissen Sie, da merkt man, wie das entsteht unter der Hand und wie es wächst. Apropos wachsen. Na? Was macht unsere kleine Dame? Danke. Alles in Ordnung? Ja, alles bestens, danke. Aber wissen Sie, ich habe noch immer ein bisschen das Gefühl, jemand hat meine Puppe geschenkt und ich darf jetzt nur eine Zeit lang mit ihr spielen. So ganz gehört sie mir noch gar nicht, verstehen Sie? Ich muss mir es immer wieder vorsagen. Ich weiß, es ist dumm, aber... Ja, das kann ich sehr gut verstehen, Birgit. Ja? Sehen Sie, es war doch eigentlich kein Wunschkind, nicht? Sie sind ja überrascht worden. Bei mir war das ganz anders. Ich habe es mir sehnlichst gewünscht und dann war ich halt eine ganz fanatische Mutter und es wird gar nicht lang dauern und da sind Sie es auch. Und wie es mit ihren winzigen Handeln meinen Finger genommen hat und dann so ganz, ganz, ganz fest gehalten hat, da war sie schon sehr mein kleines Mädel. Das sehen Sie. Haben Sie gewusst, dass ein Baby einen Finger so fest umklammern kann? Ja, das weiß ich genau. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ja? Ja, wissen Sie, das sind so Momente, an die erinnert man sich dann, wenn eines Tages das Kind, das heranwächst, kommt und sagt, ich lass mir von euch überhaupt nichts sagen und die Tür zuschmettert. Naja, die Kinder wachsen heran und wir müssen uns anstrengen, eben mitzuwachsen, nicht? Da ist noch eine Frage und eine Bitte, Frau Lafitte. Nämlich, der Stefan hat überall lautstark verkündet, dass die kleine Stefanie heißen wird. Ohne mich zu fragen, natürlich. Aha, und Sie möchten gerne das Kind also auf einen anderen Namen taufen lassen? Ja. Und das Recht habe ich doch, nicht? Aber selbstverständlich haben Sie das Recht. Ich finde halt nur, es wäre besser, Sie würden sich mit Ihrem Partner einigen. Er hat noch einen Namen ins Auge gefasst. Was denn? Na, passen Sie auf. Lavinia. Um Gottes Willen. Ja, das habe ich auch gesagt. Aber er meint, das ist römisch und klingt so apart. Aber ich höre schon, wie die Kleine überall Winnerl oder Laverl gerufen wird. Das kann man einem Kind doch wirklich nicht antun. Na, eigentlich nicht. Da gibt es denn halt gar keine Jausen. Ah, der Franz. Oh. Ja, da ist ja der Storch, das ist aber nett. Na, wie geht's denn Mutter und Kind? Herr Sektionschef, wenn meine Kleine schon reden könnte, wir zwei würden im Chor sagen, Gott sei Dank, dass wir es hinter uns haben. Sagen Sie, Sie essen doch einen Kaffee, trinken einen Kaffee mit uns und essen ein bisschen einen Strudel, ja? Naja, essen Strudel schon, aber Kaffee trinken vielleicht doch noch nicht. Ja, das ist sehr vernünftig, sehr vernünftig. Man kann nämlich auf Kaffee sehr schlecht schlafen. Mann, ja, natürlich. Aber dir habe ich vor 2 Tagen die Hausschuhe im Bett ausziehen müssen, weil du es nicht mehr geschafft hast. Frau Sockol! Bitte sehr, gute Frau. Die Jause ist schon hier. Ja, hier ist schon der Kaffee. Schon ist gut. Ja. Wieso? Jause ist bei uns zwischen 5 und 6. So ist und wenn es. Mehr Besuch kommt, wird 2-mal Kaffee gemacht. So war es doch bisher immer. Ja, aber mein Mann hat plötzlich Bedenken, er könnte nicht einschlafen auf späten Kaffee. Ach so, ich habe das Gefühl, wenn hier in der Wohnung nachts Einbrecher kammerten, sie dürften ihn hochheben, um zu schauen, ob er unter sein Kopfpolster Geld versteckt hat. Das glaube ich, er würde auch noch die Wange an Sie schmieden. Ja, hat was Zutrauliches, der Herr Sektionschef. Ja, bitteschön, ich bin schließlich und endlich ein pensionierter Sektionschef und Kawachhund. Ja, Herr Sektionschef, dafür habe ich für Sie 3 wunderbare Cremeschnitten. Sie wissen ja, diese Diät... Cremeschnitten. Ja, diese diätetisch-biologischen, die, auf die man direkt abnimmt. Direkt abnimmt, ja. Und Birgit, für Sie eine Schokolade? Ja, bitte, das wäre lieb, Frau Sockol. Schon unterwegs. Also so etwas, Diät-Cremeschnitten, ja, auf die man direkt abnimmt. Ja. Man sieht sie ihnen direkt an, wie man da abnimmt, ja. So was. Die kann dich damit immer wieder einkaufen, die Sockol, was? Ja, schau, liebe Hilla. Es gibt Menschen, die lassen sich kaufen. Und ich gehöre eben zu jenen Menschen, also zugegeben, für so eine diätetische Cremeschnitte, da kann mich die Sockol schon kaufen. Und Sie schlafen wirklich so tief und fest, Herr Sektionschef? Aber nein, ich bitte, das ist eine starke Übertreibung. Ich meine, schließlich und endlich, ja, bitte. Also, was hat man denn dagegen, wenn ich gelegentlich
eines Tiefschlafes pflege. Ja, gar nichts haben wir, mein Schatz, gar nichts haben wir dagegen. Es wird nur peinlich, wenn er so wie unlängst, wie wir bei der Helene zum Abendessen eingeladen waren, plötzlich mit dem Kopf mitten ins Kirschenkompott einnickt. Nein, ich bin nicht eingenickt in das Kirschenkompott. Ich gebe zu, ich bin eingedunkt. Aber das geschah deswegen, weil ich sehe doch so schlecht. Ich bin ja kurzsichtig etwa. Und da habe ich eben genau geschaut, ob nicht vielleicht noch Kerne im Kompott sind. Aha, aha. Und mit den Schnarchtönen hast du die Kerne dann entfernt. Ich verstehe genau, Franz. Das ist aber wirklich ein beneidenswerter Schlaf, Herr Sektionschef. Ach Gott, wissen Sie, nein, das ist auch so eine Übertreibung. Sie sehen, man wird dann direkt deswegen verspottet. Ich meine, das war eine Ausnahme mit der Helene. Wissen Sie, die Helene, wenn die eine Geschichte beginnt, weiß man, es beginnt bei Adam und Eva. Und dann wiederholt sie sie noch ein paar Mal, nicht wahr? Und dazu eine solche monotone Stimme. Also ich muss sagen, eigentlich habe ich mich selbst bewundert, dass ich erst ins Kirschenkompott gefallen bin und nicht schon vom Sessel bei der Suppe. Ja, die Gier hält die nämlich davon ab. Die Helene ist so eine gute Köchin. Aber sag, erzähl doch der Birgit, wie das war, wie du im Theater mit mir warst. Was da passiert ist eines Abends. Na komm, erzähl schon. Was ist da passiert? Ich war sehr oft mit dir im Theater. Ja. Na komm. Ach so, ich weiß schon, worauf du anspielst. Schauen Sie, Birgit, wir waren einmal im Theater und da war ein sehr fades Stück. Ich meine, es kommt sehr selten vor, aber gelegentlich kommt so ein fades Stück vor. Na gut, also da gebe ich zu, da bin ich dann eben ein wenig eingenickt. Ja, und dann ist plötzlich ein Schuss auf der Bühne gefallen. Ja, da bin ich wieder aufgewacht. Ja, und wissen Sie, was dann war? Ja, dann ist er vor mir gestanden und hat gesagt, was ist? Und alle Leute haben auf mich geschaut, weil sie glaubt haben, ich habe irgendetwas getan. Herrlich war das. Und beim Rockkonzert, nicht? Wie du beim Rock? Ja, beim Rockkonzert. Ja, schauen Sie. War ja auch blöd, mit ihm in ein Rockkonzert zu gehen. Interessieren Sie sich? Ja, ich weiß. Nein, eigentlich gar nicht, nicht wahr? Aber bitte, die Hilla hat mich unbedingt mitgeschleppt, weil sie gefunden hat, das ist so ein ganz besonderer Rocksänger. Und das muss man gesehen haben. Also gut, ich habe mich mitschleppen lassen. Wir sind in der ersten Reihe gesessen. Wenn Sie, also ich habe den jungen Mann gar nicht so toll gefunden. Ich meine, das Einzige, dass ich immer nur darauf gewartet habe, wann er endlich ins Mikrofon beißen will. Ach, ich meine, und ich habe ihn retten müssen. Ich habe ihn retten müssen, weil Moment, natürlich die jungen Leute... Moment, warum hast du mich retten müssen? Weil du eingeschlafen bist. Ich habe gedacht, das hast du schon erzählt. No, selbst, verstehe, kann gar nicht laut genug sein. Und dann die jungen Leute hätten sie sehen sollen. Mit Recht. Die Fans, muss ich sagen, fühlten sich schon sehr beleidigt und haben gedacht, er gehört raus. Ja. Ich habe dich gerettet. Ja, es wird mir nimmer mehr passieren. Ich gehe in sowas nimmer mehr. Aber weil wir schon so viel vom Schlaf reden, was ist denn mit Ihrem Schlaf, liebe Birgit? Tobt das Kleine sehr? Nein. Es meldet sich wirklich nur, wenn es sein muss. Aber Herr Sektionschef, ich wollte um Erlaubnis fragen. Darf meine Tochter Hilde heißen und auch Hilla gerufen werden? Ja, bitte. Da müssen Sie doch gar niemanden fragen. Das können Sie ja entscheiden, wie Sie wollen. Aber wenn Sie schon unbedingt fragen wollen, dann müssen Sie die große Hilla fragen. Ja, da ist nämlich noch eine Frage, Frau Lafitte. No. Ist es sehr unverschämt, wenn ich Sie bitte, Taufpatin von meiner Tochter zu werden? Mhm. Ich habe Sie ja ohnehin fast in Ihrer Wohnung gekriegt. Das wollen Sie wirklich? Ja. Ich freue mich, Taufpatin zu werden. Ich freue mich sehr, Birgit. Danke. Natürlich mache ich. Danke. Naja, und was sagt denn da der Vater und baldige Ehemann dazu? Naja, das mit dem baldigen Ehemann hat auch er überall verbreitet. Ja, ich gebe zu, dass ich stark dazu tendiert habe, ihn zu heiraten. Aber nur kurz vor und kurz nach der Geburt. Und er ist ja auch nicht gleich drauf eingestiegen. Und jetzt überlege ich es mir wieder. Schließlich haben wir ja Zeit. Ich kann uns ernähren, den Josef dazu, der übrigens ein hervorragender Babysitter geworden ist. Siehst du, moderne Leute. Und der Stefan, der ist ja eigentlich noch gar nicht erwachsen. Im Grunde genommen ist er selber noch ein Kind. Haben's zwei Kinder? Ja, ich. Ja, Sokol? Hier ist Ihre Schokolade. Danke. Zum Glück sind die Zeiten vorbei, wo Sie dazu dringend einen Hering verlangt hätten. Gott sei Dank. Sie, ich habe manchmal bei Ihren Menüvorschlägen ganz einen schönen Nussanang gebraucht. Schokolade. Ich habe eigentlich auch einmal Lust auf Schokolade. Wollen wir nicht einmal statt Kaffee Schokolade machen am Nachmittag? Bitte schön, Schokolade. Ja, Kindergetränk. Guten Tag, liebe Frau Sokol. Ja, grüß Gott, grüß. Herr Dr. Switsch, kommen Sie rein. Das ist aber nett, dass Sie einmal zu uns kommen, ohne dass wer krank ist. Also nur, wenn ich das gewusst hätte, heute ist er nämlich hin.
Das ist entsetzlich, ja. Ich hab damit nicht gerechnet. Um Gottes Willen, wer ist Wien? Der Lift ist, der darf mich setzen. Ja, bitte. Mir zittern die Knie, die Hände, die Halsschlagader. Ich sag Ihnen, wenn ich das gewusst hätte. Sagen Sie, was schleppen Sie denn auch da alles her? Geben Sie mir doch da was her. Das war so gut. Ich hab nicht gewusst, was ich für eine miese Kondition hab. Und dass diese Stufen da überhaupt kein Ende nehmen. Tja, wir sind ein älteres Haus. Dankeschön. Naja, irgendwo haben Sie schon recht. Die haben alle, die älteren Häuser haben höhere Stufen als die modernen. Schauen Sie, bei uns ist eigentlich ein Stockwerk so viel wie bei den anderen zwei. Na, ob Sie da nicht ein bisschen untertreiben? Ja, und wissen Sie, wenn man unten einen den Radl dreht, dann geht's wieder. Ja, das ist möglich, aber ich habe meines Wissens nach unten kein Radl. Aber der Lift natürlich. Und wissen Sie, wie oft ich hab wollen schon zum Novak hinuntergehen und dem einen Zirkus machen? Ja. Wissen Sie, wie oft? Na, aber sagen Sie mir's, ich bin nämlich zum Raten noch zu schwach. Ja, aber sein Glück, dass mir dann immer wieder einfällt, dass ich ja dann vielleicht zu Fuß heraufhatschen könnte. Sie sind eine kluge Frau. Ich leider nicht. Wollen Sie vielleicht ein Glas Wasser für einen Arzt? Schauen Sie recht grün um die Nasen herum aus. Ja, Frau Sokol, auch ein Arzt wählt sich nicht die Farbe seines Teints. Ich war bei der lieben Familie angemeldet, aber also in der Verfassung, ich kann nicht hineingehen. Ich bin zu schwach. Sie sind dabei wirklich ein armer Mensch. Ja, was soll ich machen? Na, wissen Sie was, legen Sie jetzt erst einmal ab. Ha? Ja, der liebe Herr Doktor. Grüß Gott, mein rettender Engel, wenn ich Sie damals nicht in meiner Nähe gehabt hätte. Ach, liebe Frau Birgit, ich freue mich, dass es mit Ihnen und dem Putzerl alles so gut gegangen ist. Ja, in Ihrer Nähe werden Sie mich demnächst haben. Ach so? Aber Sie müssen sich nur ein bisschen anderes Gebiet aussuchen. Etwas, wofür ich zuständig bin. HNO, nicht? Hals, Nasen, Ohren. Sie sind in allen Fällen fabelhaft, Herr Doktor. So beruhigend und so betrauenserweckend. Also nochmals vielen, vielen Dank und auf ein baldiges Wiedersehen. Ich würde mich freuen. Sokol. Ich muss nach meiner Kleinen sehen. Ja, Wiederschauen. Und geben Sie der Kleinen ein ganz zartes Bussi von mir. Mach ich. Wiedersehen. Wiederschauen. Und wissen Sie was, Herr Doktor? Sie brauchen kein Glas Wasser, Sie brauchen ein Wasserglas voll Nussern. Ja, also ich müsste mir eigentlich die Blumen auswickeln, weil so kann ich sie ja nicht reinbringen. Aber oh, mir ist so mies. Ich kann so nicht reingehen. Gehen Sie dann rein, da in die Küche, da tun Sie nicht erfangen. Und ich bringe das ganze Klumpert, bringe ich Ihnen nach. Dankeschön, Frau Sokol, das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich hänge mich da her. Hängen Sie mich da hin. Diese Cremeschnitten vom Janek, sein Gedicht. Weißt du, so zart, flaumig und sehr gut im Geschmack und knackig. Es hat auch einen Biss, nicht wahr? Und ist dabei doch ganz weich. Mhm. Also, ich muss sagen, und das Schönste ist, sie klingt in mir noch lange nach. Also, ungeheuer, sag einmal, es klingt wie ein Gedicht. Könntest du vielleicht diese blumigen und poetischen Adjektivas auf ein anderes Objekt anwenden? Nicht nur immer auf die Cremeschnitten, wie wär's? Ja, liebe Hila, ich hätte das ja in den letzten Wochen sehr häufig gerne auf dich am Samstag angewendet, aber du warst ja nicht da. Also was ist mir übrig geblieben, habe ich mich halt an die Meisterwerke vom Janek gehalten, an die Cremeschnitten. Nein, natürlich ist da auch ein gewisses Geschäftsinteresse dabei. Ach so. Ja, denn schließlich und endlich, ich verstehe es, dass diese Cremeschnitten immer ausverkauft sind. Ich verstehe das nicht. Warum macht er nicht gleich mehr? Das ist ein zweischneidiges Schwert. Schau, natürlicherweise, also nehmen wir an, es kommt heute jemand herein, verlangt auf einmal 20 Cremeschnitten. Du wirst sagen, das gibt's nicht? Gibt's. In Deutschland haben wir da 25 Osthausen auf einmal verkauft. Gut, also denkt er sich, am nächsten Tag muss er mehr machen. Macht am nächsten Tag mehr, nix ist. Der kommt nicht mehr mit die 20. Also, er bleibt auf den Cremeschnitten sitzen. Und am Tag drauf kann man sie auch nicht mehr verkaufen. Oh, das ist logisch, wenn der Janek drauf gesessen hat. Schau. Du solltest nicht ironisch sein, sondern du solltest daran denken, dass du an den Cremeschnitten ja auch zu einem Drittel beteiligt bist. Ja, das stimmt. Auch an den Sessel, nicht? Jeder dritte Sessel gehört mir. Theoretisch, ja. Ja? Praktisch nicht ganz, denn die Sessel sind ja noch nicht abgezahlt. Was höre ich? Ich habe Schulden? Naja, ja und nein. Wenn du es so siehst, vielleicht ja. Aber andererseits, weißt du, jeder Geschäftsmann nimmt einen Kredit. Denn ein Kredit nehmen ist ja heute sehr gut, wenn nämlich die Inflationsrate entspricht.
Oh, entschuldige. Ja. Ich bemerke schon, dass dich solche geschäftliche Unterredungen überhaupt nicht interessieren. Nein, nicht ja. sehr viel. Ja. Dich interessiert. Geld interessiert mich schon. Ja. Dich interessieren nur deine Vorlesungen in den verschiedenen Vereinigungen. Ach, Franz. Ich würde sagen, wir zwei sind glückliche Menschen. Mhm. Ja, du bist ein Mensch, der etwas gefunden hat, was wichtig für ihn ist und was, wo ihn die Leute brauchen können und was ihn freut. No, und bei mir ist ganz genau dasselbe eingetreten. Also ist das nicht wunderbar? Naja, also nicht, für mich nicht ganz so wunderbar. Denn deine große Freude ist ja für mich nicht so angenehm, wenn es am Samstag noch wieder... Na, also, okay. Ich höre jetzt damit auf. Ich Danke. Muss sowieso noch ein paar Anrufe machen. Ja, und dann hätte ich fast vergessen, dir zu sagen, der Dr. Fritsch kommt heute noch einen Sprung zu. Ach fein, das freut mich, das ist ein netter Kerl. So, aber da habe ich inzwischen Zeit und werde an meinem Himmel weiterarbeiten. Naja, also dein Himmel sollte ja eigentlich ich sein. Ja, einverstanden. Wenn du erlaubst, dass ich dich vorher in so kleine Stücke zerteile. Wunderbar, wunderschön. Und wie die duften. Wie in einem Park gestohlen. Ich kenn's Frau Socker also wirklich nicht. Na, ich meine das ja wegen dem Duft, wissen Sie, weil Rosen, die man in der Blumenhandlung kauft, die riechen eigentlich nie wirklich nach Rosen, finde ich. Haben Sie recht. Ja? Übrigens, bei Duft muss ich Ihnen sagen, also Ihr Nussener, der riecht ein bisschen wie ein verbrannter Gummi. Ja. Schaut aus wie Maschinenöl und schmeckt nach alter Schmierseife. Nein, zu Ihrer Ehre muss ich sagen, also im Magen macht er sich großartig. Wirklich, ja. mir ist jetzt fast so wie vorher. Ich meine, also bevor ich das Haus betreten habe. Nicht? Was die Menschen doch für feine, unterschiedliche Geschmacksnerven haben. Weil der Herr Sektionschef, der sagt immer, er schmeckt wie Schurchpasta. Der Nussene. Das ist auch eine Auslegungssache. Aber jetzt bin ich eigentlich bereit nach dieser Stärkung, um hineinzugehen. Frau Sokol, passen auf, das sind die... Die Rosen für die Gnefrau, das sind die Rosen für die Frau Elfi. Ja. Das Backerl ist für den Herrn Sektionschef. Ja, die Rosen für die Frau Elfi, die werde ich ins Wasser stellen. Denn wer weiß, wann die kommt und das wäre doch schade. So, mache ich dann gleich so. Und was ist mit diesen Dingern da? Frau Socker, bitte lachen Sie mich nicht aus, das ist für Sie. Für mich? Ja, beide. Parmafeilchen für die Augen. Schnittlauch. Für die Gesundheit. Nein. Haben Sie keine Scheu, das können Sie abschneiden, das wächst ziemlich schnell nach. Ja? Glauben Sie mir, ich als Arzt darf Ihnen versichern, Schnittlauch gehört der Gesundheit wegen auf das tägliche Butterbrot. Oh, wirklich? Ja, ich gehe jetzt rein. Ja, nein, dann danke ich Ihnen aber sehr, sehr herzlich, Herr Doktor. Das ist aber lieb. Na, also ich muss sagen, ein Schnittlauch im Blumenstegel habe ich auch noch nie gekriegt. Hoffentlich verwechsel ich das nicht und friss die Parmafeilchen am täglichen Butterbrot. Schön. Ja, sagen Sie, der ist für mich? Ja. Na, wie komme ich denn dazu? Wird was gefeiert? Ja, eigentlich ja. Ich meine, also bis gestern war es noch nicht sicher, aber seit gestern ist es sicher. Und ich wollte vorher nicht drüber reden, weil außerdem hat mir der Sektionschef gesagt, Mund halten drüber, sonst gibt genug Quertreibereien. Ist auch schon zwischendurch was gekommen. Ja, aber seit gestern, wo ich das also schriftlich habe, ist alles klar. Sie verstehen. Kein Wort. Ah, nee, aber das macht nichts. Ich habe ja Zeit, darüber nachzudenken. Bitte nehmen Sie Platz. Sie wollen noch einen Kaffee, sicher, immer, gell? Immer. Ja, Frau Sokol. Ja, nicht, Frau. Was? Bitte sehr. Hier ist eine Vase für die Rosen. Nee. Und Kaffee bitte, wenn nicht. Ja, bitte. Würden Sie vielleicht nachschauen, ob in der Kanne noch was drin ist? Oh, genügend. Und der ist noch sehr warm. Also wissen Sie, Sie sind ja eine Hellseherin, Danke Frau schon. Sokol. Ja. So was Schönes. Nein. Mein Gott, ist das schön. So ein frischer Strauß. Der sieht aus wie. Wie im Park gestohlen, ne? Ich bitte Sie. Aber eigentlich ja. Wie kommen Sie darauf? Das hat die Frau Sokol gesagt, das höchstes Lob, gerade vorhin. Ach, Sie haben einen Küchenabstecher gemacht. Ja, ich musste mich, bevor ich hier hereinkommen durfte, ein bisschen erholen. Der Lift geht nicht. Ach, schon wieder. Ja. Naja, also wir haben uns schon langsam dran gewöhnt. Können wir nichts machen. Nein, bitte, Frau, nein. Also dieses Gewöhnen, das ist auch ein Problem. Das sich dran gewöhnen, das kann ich leider nicht mitmachen. Wissen Sie, der muss, das macht mir so nervös. Dieser Lift muss einfach gehen. Verstehen Sie?
Wiederum nicht, Herr Doktor. Aber würden Sie nicht vielleicht in Ruhe zuerst einmal den Kaffee trinken kommen? Was suchen Sie denn? Ich habe ihn neben der Lifttür stehen lassen und vergessen. Und jetzt habe ich ihn nicht. Tut mir leid. Ist es ein Hund? Haben Sie einen Hund mitgebracht? Ein Champagner. Ich meine, eine Flasche Champagner. Ich wollte anstoßen auf eine gute Hausgemeinschaft. Ach, also Sie ziehen zu uns ins Haus? Mit Sack und Pack. Es ist seit gestern schriftlich hier festgelegt, nein, dass ich die Ordination vom Dr. Bayer übernehmen kann. Ich freue mich wahnsinnig. Aber ich muss ehrlich sagen, also ohne Hilfe vom Herrn Sektionschef hätte ich es nicht geschafft. Also, Herr Doktor, ich freue mich sehr. Und ich gratuliere Ihnen. Frau Sokol! Frau Sokol, bitte, laufen Sie hinunter und holen Sie die Flasche, eine Flasche Champagner. Bitte, Gnefra, um die Zeit gehen im Keller bereits der Neuberger ihre Gespenster hin und her und tanzen Ringelrein. Da gehe ich nicht allein hinunter. Frau Sokol, Sie sollen die Flasche Champagner holen, die unten im Parterre neben der Lifttüre steht. Neben der Lifttüre. Ja. Das ist natürlich was anderes. Gehe ich hinunter, hatsch wieder herauf. Ja, tut mir leid. So. Sagen Sie, und, wie geht's? Der Herr Sektionschef weiß natürlich von diesem Vertrag, aber er wollte es unbedingt schriftlich sehen. Und das habe ich ihm jetzt hier mitgebracht. Und jetzt muss ich noch etwas fragen. Der weiß Meinen von Sie, dem? Er weiß, ist er da drinnen? Ja, er ist da drin. Meinen Sie, dass er sich sehr gestört fühlt, wenn ich ihn jetzt drin aufsuche? Ich muss nämlich unbedingt mit ihm noch eine wichtige andere Sache besprechen. Glaube ich nicht, dass er gestört wird. Nein, gehen Sie nur, reden Sie mit ihm. Danke. Ich habe sowieso was zu tun. Ich muss an einem Stück Himmel weiterarbeiten. Passer. Liebe gnädige Frau, also ein Stück Himmel ist für Sie bestimmt zu wenig. Für Sie müsste der ganze Horizont bereitstehen. Der ganze Horizont, na, das wäre was beim Puzzle. Oh Gott, das könnte. Sektionschef, entschuldigen Sie die Störung. Ja, der liebe Doktor, wie geht's Ihnen denn? Danke, gut. Ja, freue mich, Sie zu sehen. Gewonnen, hier ist der Vertrag. Ah, ja. Na, dann gratuliere ich aber ganz herzlich. Bitte, nehmen Sie doch bitte Platz. Danke, und ich muss mich ganz, ganz, ganz besonders herzlich bei Ihnen bedanken, lieber Herr Sektionschef, weil ohne Ihre Hilfe wäre das wirklich nicht gegangen. Nein, nein, und ich bin eigentlich sehr traurig, dass Sie nicht mehr heiser sind. Ich scheint so gut. Nein, aber dann könnte ich Ihnen wenigstens in den Hals schauen, voller Dankbarkeit. Aber ich habe Ihnen eine kleine Gabe mitgebracht von meinem Großvater. Nein, aber Doktor, das ist doch überhaupt nicht notwendig. Ich meine, schließlich, wir sind froh, wenn wir einen guten Arzt in der Nähe haben. Nicht wahr? Deswegen müssen wir doch kein Geschenk machen. Bitte nehmen Sie es. Das ist meinem Großvater wäre es sicher sehr recht, wenn er wüsste, dass Sie das jetzt bekommen. Es ist eine alte, sehr alte, schöne Schnupftabakdose. Ach, er hat sie sehr geliebt. Doch bitte nehmen Sie sie. Das ist ein altes Familienstück und das soll in der Familie auch wirklich bleiben. Nicht wahr? Abgesehen davon, lieber Doktor, ich schnupfe gar nicht. Na, mein Großvater hat auch nicht geschnupft, er hat sich deshalb zweckentfremdet. Wissen Sie, er hat immer in dieser wunderschönen alten Schnupftabakdose eine große, besonders wertvolle Marke aufgehoben. Und er hat sie immer bei sich getragen, damit er es immer rausziehen kann und wenn er Lust hat, anschauen. Ach, also Ihr Großvater war Markensammler. Ja? Ja, Sie werden wahrscheinlich nicht wissen, Doch, ich weiß es. Und deshalb möchte ich Ihnen das geben. Es ist jetzt genauso wie zur Zeit meines Großvaters diese wunderschöne Marke auf Samt noch drinnen. Vielleicht haben auch Sie Lust, Herr Sektionschef, nehmen Sie es manchmal mit und schauen Sie an. Naja, also Sie machen mir derartig Lust darauf. Also soll ich es wirklich nehmen? Sie müssen, bitte. Na, soll ich es aufmachen? Bitte. Ja, bitte schön. Danke. Frau Sokol. Ist wahrscheinlich in der Konditorei. Bist du ja Mama? Ja, grüß dich. Sag mal, du bist ganz allein? Nein, nur im Moment. Der Dr. Fritsch war da. Aber er ist jetzt drüben beim Franz. Wir haben was zu besprechen. Sag einmal. Weißt du schon, dass der Dr. Fritsch hier einzieht und die Praxisräume vom Dr. Bayer übernehmen wird? Mhm. Hat es also doch geschafft, der Papa, was? Der Hausherr hat ja erst Schwierigkeiten gemacht, aber
Naja, ja, übrigens einige Mieter auch. Aha, du weißt also die Sache schon. Ich weiß, mir erzählt man nie etwas. Aber du, das ist bestimmt keine böse Absicht. Aber überhaupt nicht. Du warst viel außer Haus und der Papa wollte zuerst nicht viel darüber reden, solange die Sache nicht perfekt ist. Ne? Sag, Ernstl, du trinkst doch sicher mit uns einen Kaffee. Gern, gell? Ja. Schau mal, ob noch einer da ist. Ja. Weil sonst rufe ich die Sokol. Das hätte bestimmt wenig Zweck. Die Sokol ist nicht da. Ja, ist das ja natürlich. Ich habe sie heruntergeschickt um einen Champagner. Weißt du, wir wollen nämlich anstoßen auf eine gute Hausgemeinschaft. Ja. Sag, kommt die Elfi auch? Ich weiß es nicht. Ob die Elfi kommt, sie ist nicht zu Hause. Champagner. Das ja, Champagner. Champagner für den Dr. Fritsch. Ja. Sehr nobel. Du erinnerst dich, dass der Fritsch die Elfi. Hast du alles, ja. Ja, danke. Sehr heftig verehrt hat. Ja, das erinnere ich mich genau. Ich erinnere mich sogar daran, dass die Elfi immer ganz rote Ohren bekommen hat, wenn sie ihn gesehen hat. Ja. Mhm. Weißt du, dass die Elfi rote Ohren bekommt, wenn sie verlegen ist oder wenn sie schwindelt? Rührend finde ich das. Wirklich. Rote Ohren? Nein, eigentlich nicht. Du musst darauf achten. Du weißt sehr wenig von deiner Frau, gell? Entschuldige, das kann man aber wirklich nicht sagen. Doch eher im Gegenteil. Also ich würde sagen, Reg dich nicht darauf. Die meisten Ehen sind so. Ja? Weißt du, man zeigt einander eigentlich immer nur ein Gesicht. Mhm. So wie der Mond der Erde. Und dabei gibt es eine Rückseite. Ja, ja, eine ganz geheimnisvolle manchmal. Und die merkt man nicht oder man will sie nicht bemerken. Mhm. Der Dr. Fritsch jedenfalls hat mit dem mir abgewandten Teil meiner Frau zu tun, mit ihrer Rückseite. Ne? Er hatte. Die Elfe hat sich da rausgewurschtelt, mein Lieber. Ja? Ja, aber dafür hat sie jetzt mit deiner Rückseite allerhand zu tun. Naja, also, weißt du, das war so. Ich wollte das gar nicht. Nein, aber ja, also, geh, ich weiß nicht, wie geh, ich das. Geh, stotter nicht herum. Stotter nicht. Weißt du, über Empfindungen, da kann man keine Rechenschaft ablegen. Ja. Außer man lügt. Also, dass du ein richtig leichtsinniger Kerl bist, das wissen nie gewesen bist. Ja. Das wissen wir und das weiß auch die Elfi. Gell? Und deshalb ist die ganze Sache so bedenklich, mein lieber Ernst. Bedenklich? Na ja, ich habe mich ja schließlich auch, wie hast du vorhin gesagt? Durchgewurschtelt. Durchgewurschtelt, obwohl es mir gar nicht leicht gefallen ist. Aha, und glaubst du, der Elfi ist es leicht gefallen, darauf zu verzichten, dass ein Mann ja immer wieder sagt, wie bezaubernd und wie reizend sie ist? Mhm. Na, und wenn ich an deine Reaktionen denke, an deine Leidensmienen und diese Empörung und dieses Getue, Ernstl, es war richtig lästig. Ja. Ja, muss ich dir sagen. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Habe ich ein Getue gemacht? Na, aber wie? Es war entsetzlich. Du, aber ich habe es dir eigentlich gewünscht. Ja? Ja, ja. Ich habe mir gedacht, es ist ganz gut, dass mein Sohn merkt, dass es nicht genügt, seine Frau wie ein braves Möbel zu betrachten. Okay, braves Möbel. Ich bitte dich, also davon kann doch wirklich nicht die Rede sein. Hm. Nein, also man muss hoffen, dass sich alles bessert. Ja. Ich mich und die Umstände, die Zustände, die Spannungen. Ja, mein Schatz, und ich hoffe auch auf etwas. Ja? Ja. Was? Dass die Elfi wieder mal richtig lachen kann, so wie früher. Dass sie es nicht verlernt hat. Weißt du, du brauchst nämlich eine Frau, die erstens viel lacht und zweitens dich zum Lachen bringt. Denn du hast so eine Neigung, ein richtig fader Zipf zu sein. Vater Zipf, sagst du mir? Jawohl. Na, das ist aber stark. Das ist ja direkt eine Schocktherapie. Weißt du, du solltest, nachdem der Dr. Bayer ja weggezogen ist, hier eine Praxis eröffnen. Als Seelentherapeutin. Ja, du. Meinst du? Ja, sicher. Stimmt. Hat sich der Novak den Champagner unterm Nagel gerissen? Der hält den für ein Geschenk? Jetzt wird der Novak den Champagner zuseln und wird sie wundern, dass es schon gespritzte Ock für den Flaschen gibt. Aber sagen Sie, was ich nicht ganz verstehe, wieso rechnet der Novak eigentlich mit einem Geschenk? Ich meine, nur dafür, dass der Lift nie geht? Den werden wir nicht mehr ärgern. Hexens der Schlagen. Gehen's. Halten Sie mir das Ganze. So, aber mehr ginge nicht mehr. Mein Schlüssel. Wissen Sie, er hat ja auch seine guten Seiten. Aber ich bin sehr froh, dass ich Sie getroffen habe unten. Weil ich kann Ihnen sagen, allein wäre ich nicht in unseren Keller gegangen. Was? Das ist schon eine Überraschung. Eine Frau, vor der die ganze Umgebung zittert,
fürchtet sich allein im Keller. Aber ich fürchte mich doch nicht vor Menschen. Ich fürchte mich nur vor so unsichtbaren Geräuschen, wissen Sie? Und dann, die kommen immer aus der Neuberger ihrem Keller. Ja, aber genau dort gehen ja auch die Heizungsrählen durch, ne? Ich habe einmal durchs Schlüsselloch hineingeschaut. Sieh, da ist so eine große Figur drin gestanden, ganz stumm und hat sich nicht gerührt. Liebe Frau Sockel, diese Figur ist eine Schneiderpuppe und die pflegen sich nicht zu rühren. Sagen Sie, ist der Champagner kalt genug, der Sekt? Naja, es ist, vielleicht kann man nur ein bisschen ins Tiefkühlfach reingehen. Ja. Nur bitte würde ich Ihnen sehr empfehlen, sollten nicht alle 4 Flaschen konsumiert werden, dann geben Sie bitte die nicht getrunkenen aus dem Tiefkühlfach, weil sonst fliegt Ihnen der ganze Eiskasten um die Ohren. Und dann haben Sie ein Geräusch, das Sie auch sehen werden. Hm. Ja, ich bin direkt gerührt, lieber Doktor. Das ist ja ein Prachtstück, ist diese Dose. Kleines Dankeschön für diese wunderschöne Praxis. Sie ist ja halb eingerichtet, wissen Sie? Ja, ich fühle mich wie im Märchen, wirklich. Ja, Herr Doktor. Na, aber damit wir zurückkommen, wir haben doch da vom Lift gesprochen. Mhm. Schauen Sie, natürlich wäre es sehr gut, wenn der Lift einmal gründlich repariert wird. Ja, sagen Sie, wem sagen Sie das? Ja, denn das, was der Novak macht, also das ist ja nur Pfuscherei. Ich meine, damit wird er nicht die Ursache behoben. Ja, der dreht immer nur unten an irgendeinem Radl. Ne? Ja. Ich habe vor Jahren schon einmal versucht, Hausbewohner unter einen Hut zu bringen und zu versuchen, diese Frage des Lifts zu klären und dann damit zum Hausherrn zu gehen und ihn zu zwingen, den Lift reparieren zu lassen. Na, ich kann Ihnen sagen, es ist ausgegangen wie das Hornberger Schießen. Ich meine, zum Schluss hat dann der Eibinger den ganzen Wein ausgetrunken und hat mir dafür die Kraniche des Ibikus rezitiert. Die kann ich jetzt auch wieder, weil er war ja längere Zeit mein Patient, nicht? Aber, also alle Versuche im Guten, im Bösen möchte ich es ja nicht versuchen, aber ja, alle Versuche im Guten mit dem Eibinger und auch mit der Frau Fuchs, die dahin zu bewegen, dass sie einverstanden sind, sind fehlgeschlagen. Die sagen, nein, wir brauchen keinen Lift im ersten Stock. Naja, ich kenne das nicht. Weil der Eibinger, der hat mir damals ja erklärt, es gäbe nichts Gesünderes als das Stiegensteigen. Ja, mir auch. Aber ich meine, wenn ich bedenke, erstens, wie viele gebrechliche und alte Menschen unter meinen Patienten sind und dann wie hoch diese Stufen sind. Also in dem Haus hier, der erste Stock ist ja fast schon der zweite. Naja, und was sagt denn der Hausherr dazu? Der hat süffisant gelächelt, hat gesagt, gut, dann lässt er den Lift so umbauen, dass er im ersten Stock überhaupt nicht hält. Ne? Na, und haben Sie das dem Eibinger und der Fuchs gesagt, ja, dass er in Ihrem Stockwerk dann überhaupt nicht mehr hält? Was haben Sie da für eine Stellung? Wir waren heute Vormittag mit den beiden zusammen, wir haben ausführlich darüber geredet. Eibinger hat gelächelt, hat gesagt, na, das macht nichts, dann geht er in den zweiten Stock zu Fuß hinauf, fährt er mit dem Lift in den zweiten Stock und geht zu Fuß in den ersten hinunter. Nicht? Das Hinuntersteigen ist überhaupt für die Gelenke gesünder. Und die Frau Fuchs hat dazu genickt. Ja, es schaut wiederum dem Eibinger ähnlich. Nicht wahr? Der Eibinger glaubt, er ist selber ein guter Doktor. Nicht wahr? Dabei weiß man doch, nicht wahr, dass das Bergaufsteigen für die Gelenke wesentlich weniger anstrengend ist als das Bergabsteigen. Weil da müssen Sie also unentwegt sozusagen bremsen. Genau, also werden als Puffer verwendet. Nicht wahr? Aber bitte. Ja, sehe wieder einmal, der Eibinger, das ist ein alter Dickschwell. Wer dem kann. Liebe Frau Hiller, Entschuldigung, nicht besser, aber ja, Sie machen das falsch. Man darf nicht mit einem komplizierten Stückel herumschauen und suchen, wo das passen könnte. Sonst? Was soll man sonst tun? Nichts. Fallen lassen und vorläufig vergessen. Ja, das ist typisch. So löst er alle Probleme. Fallen lassen, vergessen. Na, es wäre dir lieber, wenn ich so wie du machen würde, dass ich aus jedem Tinef eine Sensation mache. Tinef? Das wagst du mir zu sagen, Tinef? Wo es sich bei mir doch um Sensationen handelt. Ja, eben um Sensationen. Ja. Das hat er gerade gesagt. Ja, aber wie? So abwertend. Ja, am liebsten wär ihm, wenn ich mir wegen seiner Seelennöte eine Kugel durch den Kopf jagen würde. Aber ich meine, bei aller Liebe, nicht? Also so weit geht Freundschaft nicht. Ich fürchte, Sie würden auch sich selber verfehlen, gell? Ihr macht's euch lustig über Dinge, die mir unter die Haut gehen, die mich belasten. Bitte, dich hör jetzt auf, Ernstl. Wirklich, du bist wie dein Vater. Was soll denn das heißen? Ja. Soll ich jetzt ihn verteidigen? Nein, das brauchst du nicht. Das kann er selber sehr gut. Ja? Ich habe einen wunderbaren Vorschlag. Ich meine, wenn der Ernstl weiterhin so Mandeln macht, adoptieren Sie einfach mich. Ich bin handlich, pflegeleicht und habe ein besonders einnehmendes Wesen. Ja. Nur eingebildet ist er gar nicht. Ja, aber
Deshalb weiß ich noch immer nicht, wie ich das also jetzt machen soll mit dem Pass. Liebe, also. Ich werde das in aller Ruhe erklären. Hab die Güte, bleib dort, wo du bist. Wir spielen da in aller Ruhe. Nicht? Da brauchen wir nicht so einen alten Grandschirm wie dich. Du kannst mir, wenn du ausgespielt hast, den Buckel runterrutschen. Ja, das ist typisch. Nicht? Sofort wirft er mit Unflat um sich, der Herr Kompanier. Wieso, Buckel ist Unflat? Im Lift immer bist du kaputt, wenn man was zum Tragen hat. Vom obersten Stock sollte man dich abstürzen lassen, damit du endlich lernst, dass nicht jeder Mensch ein Bergsteiger sein will. Der Onkel Guido, das ist aber nett. Liebe junge Mutter, nur schnell eine Frage, was macht unser Kind? Ich darf doch so sagen, ja, ich habe nämlich den Josef als Babysitter eingestellt, wie Sie wissen. Und zweitens... Haben Sie, wie es mir schlecht ging, meine Hand ganz festgehalten? Ach, ja. Das werde ich nie vergessen. Ja, ich auch nicht. Ich habe nämlich schreckliche Angst gehabt, dass ich das Kind auf die Welt bringen muss. Naja, ich bin ja nicht ungeschickt. Manche Leute sagen sogar, ich bin sehr geschickt. Aber mit Uhren ist das ja ganz etwas anderes. Wenn die einmal nicht so richtig funktionieren, dann gibt man sie einfach zurück. Entschuldigen Sie, ein blöder Vergleich. Ich hoffe, Sie wissen, wie ich das meine. Aber natürlich. Ich kenne Sie doch, als wären Sie mein richtiger Onkel. Das ist nett. Liebe Nichte, hier, wenn Sie gestatten, hier habe ich etwas mitgebracht. Jö. Einen Teddybären für die Kleine. Na ja, bitte, er ist nicht mehr ganz neu. Das war mein Teddybär. Ich habe ihn gewaschen. Er soll ihr Glück bringen, dass sie vor dem Einschlafen jemanden hat, mit dem sie alles besprechen kann, was der Tag so gebracht hat. Das ist aber lieb. Nur sprechen wird sie noch längere Zeit nicht können. Na doch, irren Sie sich, aber ein Kind kann mit einem Teddybären sprechen, lang bevor es richtig reden kann. Ja, na, dann muss sie ihn sofort kriegen. Ja. Darf der Teddy auch Guido heißen oder werden Sie beleidigt? Im Gegenteil, ich werde geschmeichelt. Sogar sehr... geschmeichelt. Das ist mir eine Ehre. Servus. Guido. Entschuldigung. Bitte einen Handkuss der kleinen Dame. Danke. Und sagen Sie ihr, ich kann es schon nicht mehr erwarten, bis ich ihr Märchen vorlesen darf. Ich mache das nämlich sehr gern, Märchen vorlesen. Aber leider will sie niemand hören. Oh. Auf Wiedersehen, Guido. Bring ihr Glück. Wiedersehen und vielen Dank. Auf Wiedersehen. Bitte, bitte. Ja, lieber Herr Guido, und das ist aber nett, dass Sie da sind. Ich freue mich so sehr. Sie freuen sich tatsächlich? Ja. Das ist etwas, was mich freut. Ja. Aber ich wollte fragen, ist schon jemand da? Ja, natürlich. Kommen Sie nur. Es ist heute großer Almauftrieb. Da schau her. Würden Sie so gütig sein, mir dies halten? Natürlich. Aber vorsichtig, das ist wertvoll. Schön. Das ist eine Überraschung. Und für wen ist die Überraschung? Weiß ich nicht. Für Sie. Für mich? Jawohl. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Ja. Wissen Sie, was hier drin ist? Nein. Dreimal dürfen Sie raten. Ein halbes Backhuhn, noch warme. Ich weiß doch, dass Sie es gerne essen, so ein Backhuhn. Also, Sie setzen sich jetzt hin, ganz allein, ganz allein. Vielleicht in Gesellschaft von einem kleinen Gurkel, und verzehren in aller Ruhe dieses Backhuhn. Das ist lieb. Vielen, vielen herzlichen Guten Dank. Guten Appetit. Danke sehr, Herr Guido. Auf Wiedersehen. Also, heute ist der Tag meiner Geschenke. Zuerst ein Schnittling für die Gesundheit, Barmerfällchen für die Nosen und ein halber Bröselflieger für den Magen. Den werde ich mir gleich geben. Christian? Ja, grüß dich, mein Lieber. Also, Guido, wir trinken Champagner. Ja? Aber wenn du willst, kriegst du auch noch ganz schnell einen Kaffee. Nein, bitte, da muss ich wieder zwei Aufputschmittel. Das ist zu viel für mich. Ja? Ich bitte um ein Glas Champagner. Hab ich mir gedacht. Ich fürchte, Sie werden sich mit einem Glas ordinären Sekts begnügen müssen. Warum? Der Champagner hat sich auf irgendeine mysteriöse Weise im Kellergewölbe verflüchtigt. Das ist mir wurscht. Hauptsache, es ist etwas, was prickelt. Ja. Also, ich gehe jetzt. Du bleibst. So, ist das ein Befehl? Na, selbstverständlich. Ich lass doch dich nicht da unten Trübsal blasen in der leeren Wohnung. Na, wieso? Ich hab doch die zwei Hamster. Das Ei des Kolumbus. Wir müssen das so machen. Am besten. Der Lift hält zwar in jedem Stockwerk, ja? Aber nur den Geldeinwurf. Ah. Sie, bleibt ja nur zu überlegen,
wie das der Hausherr berechnet, damit sich das Ganze, diese Reparatur, in etwa 5 Jahren amortisiert. Also der Lift mit Kassa. Ich finde, das ist überhaupt die. Ja, das ist ja. Also, wer es noch nicht weiß, der Herr Doktor zieht bei uns ein. Ja, aber nein, das Pendel trifft sich wunderbar. Der schöne Tage von Aranjo ist vorüber. Ja, für dich, ich muss eben einen mich aufsuchen. In meiner großen linken Zehe, da reißt, jetzt zeige ich es Ihnen nicht in der Ordination. Bevor ein Regen kommt, reißt mich immer in der großen linken Zehe. Für die Extremitäten ist der Peter nicht zuständig. Aber vielleicht, wenn Sie den Schlund aufreißt und ihm das werte Züngel zeigen. Ja, nur ist das Züngel zeigen? Ich bitte Sie doch darum. Das geht nicht, nicht wahr, lieber Franz? Das hat uns unsere Mutter streng verboten. Ja, außerdem hat sie uns noch verboten, zu reden, wenn man den Mund voll hat. Das vergisst du. Ja, aber apropos Mutter, ich habe da was Lustiges gefunden. Das würde Sie vielleicht interessieren. Wir haben in seinem Konvolut von alten Büchern, was wir gekauft haben, in der illustrierten Sammlerzeitschrift, ist ein Artikel über zwei Maler Lafitte, einen Ernst und einen Karl.